Weil der Nils Ruf, der beweist, dass Frauen auch Menschen sind. Ja, sind sie nämlich wirklich. Und die können auch, man kann die auch behandeln wie normale, richtige Menschen. Natürlich, eigentlich. Natürlich. Ja. Und ich habe deshalb ein Bild gemalt im Stile von Jackson Pollock, habe es anschließend im Internet versteigert, habe noch ein bisschen was drauflegen müssen, so viel hat es dann nicht gebracht. Naja, es geht dann ja so stückweise, dass man da so als Künstler auch am Markt wächst. Wie viel hat es jetzt gebracht, jetzt genau? 60 Euro. Aber ich habe 100 Euro draufgelegt, ja. Und habe den Scheck dem Frauenhaus Berlin überreicht. Schauen Sie selbst, werden Sie Zeuge. Ey, ich bin nervös, wie von meinem ersten Puffbesuch. Hörst du mich? Ja, wir sind hier vom Berliner Frauenhaus in Weißensee. 150 Euro. Ist natürlich wahnsinnig popelig eigentlich, aber... Hörst du das Geschrei da draußen? Mhm. Guck mal, komm mal rechts, rechts, rechts. Schau mal, schau mal. Oh, nachdem ich das gesehen habe, warte mal. Jetzt muss ich da rein und diesen Scheck da abgeben, ja? Mhm. Wenn ich da meine Mutter treffe oder so. Oder meine Ex. Nicht unwahrscheinlich. Wenn ich das jetzt hier versaue und das kommt so rüber, als würden wir uns über die Frauen lustig machen. Mhm. Rüber ab. So, dann geh ich jetzt mal rein, ne? Alles klar. Viel Glück. Hier ist ein Blumengeschäft. Soll ich vielleicht noch ein paar Blumen besorgen? Sind Sie schon mal von einem Mann verprügelt worden? Nein. Diese? Ja. Mit denen? Ah, sind das schöne Farben. Vielleicht wollen Sie über unsere Sendung einen Mann suchen? Ja, ich habe schon gedacht, im Internet suchen Partnerschaft, aber ich habe keine Zeit. Und der Mann, der Ihnen gefallen könnte, der könnte Sie vielleicht einfach hier im Blumenladen besuchen? Ja, kann man machen. Vielleicht können wir beide ja. Ja, gerne. Dann wir beide. Ja. Na super, da haben wir doch Ihr Problem schon mal gelöst. Ja. Ja, und das ist für Sie. Frauenberatung Bora. Da drunter? Original Thai-Massage. Arma, Mittelschnitt. Bora Geschäftsstelle. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ruf. Ich möchte eine Spende vorbeibringen. Was möchten Sie? Gehen wir mal rein? Ja, wir gehen mal in die Geschäftsstelle. Wir hatten eigentlich auf mehr gehofft, aber so ein toller Mann bin ich auch nicht. Aber 160 Euro sind rausgekommen. So grob. Also. Und hier machen Sie auch Beratung? Nee, das machen wir nebenan. Hier machen hier ist quasi Business, ne? Und was für Frauen kommen denn hierher eigentlich? Also, Frauen in Gewaltsituationen. Wir beraten eben die Frauen in den Situationen, in denen sie sich gerade befinden. Und kommen auch mal Männer und klopfen und wollen ihre Frau zurück? Oh ja, leider auch. Ein-, zweimal muss man auch die Polizei noch dazu rufen. Oder von oben heißes Wasser runterkippen. Das machen wir so nicht. Und haben Sie jetzt zum Beispiel auch so einen Selbstverteidigungskurs? Also sind Sie zum Beispiel theoretisch in der Lage, sich auch... Ich persönlich ja. Aber Sie können den Nils umhauen. Aber natürlich kann ich das, klar. Haben Frauen eigentlich auch irgendwas? Bei Männern ist ja bekannt, dass man zwischen die Beine treten muss. Zum Beispiel. Wenn jetzt ein Mann von seiner Frau geschlagen wird, gibt es da im Gegenzug auch etwas, wo er quasi so einen K.O.-Punkt bei der Frau? Den kenne ich so jetzt erstmal nicht. Also Sie können notfalls auch gewalttätig werden? Ich kann mich wehren. Ja, so. Ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied und damit gebe ich zurück ins Studio. Oh, ja. Haben Sie vielen Dank. Ja, ich danke auch.